So, MVVM in der Praxis und diesmal wollen wir einen kleinen Taschenrechner bauen. Denn das, was ich euch diesmal zeige, ist, wie man in diesem Fall mit den Commands umgeht. Weil wir hatten letztes Mal, für jede Aktion brauchen wir ein eigenes Command und in diesem Fall brauchen wir ja zwei Commands, drei, vier, aber sicher nicht für jeden Button ein. Gut, dann lasst uns diesmal einen Taschenrechner bauen, damit wir auch sehen, oder zumindest einen Teil davon, damit wir auch sehen, wie denn das jetzt mit den Command-Pattern und den Command-Parametern funktioniert. Also, erstmal baue ich die GUI, da braucht ihr mir, glaube ich, ja weniger zuzusehen, also ihr könnt zusehen, aber ich mache es dann ziemlich schnell und wenn es dann ins Eingemachte geht, dann schauen wir uns wieder an. Kurz zuvor noch, wie macht man eigentlich, welches Window gestartet wird? Ich habe hier schon mal ein Calculator-Window hinzugegeben. Doch standardmäßig startet eine WPF-Applikation ja mit diesem Main-Window. Und zwar gibt es da die App XAML, die startet wirklich und der sagt hier, die Startup-URI ist Main-Window. Und wenn ich hier natürlich die Calculator-Window-XAML verwende, dann wird die Applikation auch mit diesem Fenster starten. Gut, also ran an das UI. Okay, die UI ist trivial in dem Fall. Eine Grid mit 6x6 Spalten und Zeilen, also ein Raster mit 6x6, die Buttons überall reingesetzt von 1 bis 9, plus und minus mal dividiert, fehlt natürlich noch oben eine Textbox mit dem Ergebnis, das dann eben rauskommen soll zum Beispiel. So, das nächste Thema ist, wir brauchen ein View-Model. Also bauen wir ein View-Model. Wir haben ja bereits durch das Main-Window-View-Model dieses Race-Property-Changed entsprechend hier und auch hier dieses Event und das Interface implementiert. Das ist natürlich etwas, das wollen wir wiederverwenden, also raus damit in eine Basisklasse, STRG-A, Base-View-Model. Base-View-Model. Dieses Base-View-Model implementiert ein Notify-Property-Changed, das aus dem letzten Video sozusagen. Und dieses MainViewModel implementiert dies jetzt nicht mehr, sondern bekommt dieses durch das BaseViewModel entsprechend vererbt. Und damit das auch funktioniert, diese zwei Methoden raus hier und rein hier. Public, Steuerung.Enter, damit der Namespace da ist. Ups, falsche Klasse, sorry. In das BaseViewModel wollen wir natürlich rein. So. Dann hier noch, das machen wir noch öffentlich, Call a Member Name, IPIA, so, unser Base View Model. Und das Main Window View Model sollte jetzt Race Property Changed, Base View Model vielleicht kurz kompilieren. Ist wohl noch Private, Protected, Virtual, könnten wir es auch überschreiben bei Bedarf. So, also dieses hier passt nun. Und auch hier von diesem Base-View-Model geerbt. Base-View-Model. Also gut, jetzt noch ein paar Eigenschaften definiert für die entsprechenden Commands. Also public delegate command number. Ich nenne das jetzt number getset oder number command. Das wird das Command sein, auf den wir die einzelnen Zahlen binden. Und das nächste wird sein, ein Delegate-Command. Delegate-Command in den vorhergehenden Videos. Und das ist ein Calc-Operator-Command. Diese brauchen wir. Was haben wir hier? Delegate-Command ist less accessibility, also hier public rein. So, diese Commands, die brauchen wir natürlich. Müssen wir diese erst initialisieren.
Das machen wir klassischerweise im Konstruktor. This Punkt Number Command ist gleich New Delegate Command. Und jetzt gibt es natürlich hier ein Can Execute und ein Execute. In unserem Fall brauchen wir nur das Execute. Und hier kommt der Value rein, und zwar als Object. So. Und bei this.operator Command, New Delegate Command. Und hier kommt eben der Operator rein. Kurz gesagt, op. So, und wir sehen uns an, wie wir mit Commands und Command-Parametern arbeiten. Diese welche, was haben wir hier falsch? Eine Klammer zu viel. Wie wir jetzt mit den Command-Parametern arbeiten und wie wir eben nicht tausend Eigenschaften für immer das gleiche brauchen. Also für die entsprechenden neuen Zahlen, beziehungsweise die 0 fehlt uns noch, die könnten wir auch noch reingeben. Und für den Operator, ja, da brauchen wir natürlich entsprechend ein paar Sachen. Und wir wollen aber nicht 16 Commands machen, sondern es müssen in unserem Fall einfach zwei reichen. Und nachdem ich kompiliert habe, müsste ich auch sehen, müsste ich auch hier die Eigenschaften entsprechend binden können. Das heißt, hier machen wir nicht Layout, nein, nicht Brush, nicht Layout, nicht Text, sondern der Command, sagen wir hier Command, Create Binding. Und zwar binden wir auf, wir haben das Viewmodel noch nicht hinzugefügt, das fehlt natürlich. Also window.dataContext bekommt ein neues Local Calculate the Window View Model. So, neu kompiliert, damit er das auch alles kennt. So, jetzt haben wir die View und das View-Model miteinander verbunden. Wir binden das Command Create Binding. Wir haben hier das View-Model und zwar auf ein Number-Command. Ja, hier könnten wir noch Sachen machen, die werden uns vielleicht ein anderes Mal anschauen. Okay, auf das Delegate-Command. Und der Command-Parameter. So, und dieser Command-Parameter bekommt jetzt einen Wert, einfach hier reingeschrieben, den Wert 1. So, dann machen wir das gleiche für die 2. Der Command-Parameter ist 2. Das Command selbst bekommt ein Binding ebenfalls auf dieses Number-Command. So, Nummer 3. Wir machen ein Command-Binding, Create-Binding auf Number-Command. Zack, und Command-Parameter ist der Wert 3. Beim Plus machen wir ein Command, Create-Binding auf ein Command Operator. Und als Parameter nehmen wir einfach das Plus. Und jetzt sehen wir uns das mal an, ob das so überhaupt funktioniert. Also, hier ins Command, in das Execute hier kurz rein, machen wir schnell ein EntValue ist gleich auf einen Int gecastet, der Value, der reinkommt. Denn das ist ja ein Object. Und hier machen wir String Operator. Wenn ein U, ob ist gleich String O. So, und diese Werte, die sehen wir uns jetzt mal im Debugger an. So, ich klicke auf die 2. Ich komme hier in das Number Command rein und der Value ist der Wert 2. Und zwar hier, Achtung, als String. Okay? Sie kommen als Object rein, aber wir haben dort einfach die 2 reingeschrieben, das heißt eigentlich ist ein String, also machen wir was? End.parse diesen String IPIA. So. Gut, irgendeinen Zwischenwert brauchen wir natürlich auch noch, beziehungsweise irgendeinen Wert brauchen wir natürlich. Und zwar einen IntCurValue public int current value get Pfeilchen core value und bei set machen wir unsere klassische Implementierung if current value ungleich value der gesetzt wird dann current value ist gleich value
Das ist von Grace Property Change. Nicht vergessen, das brauchen wir natürlich wieder, damit die Binding Engine weiß, dieser Wert hat sich verändert. So, was müssen wir noch tun? Diesen Current Value müssen wir auf das View Model binden. Und zwar auf diese Textbox. Also, der Text, der kommt hier mal weg, sondern wir machen hier ein Create Binding Current Value. Okay. Gut. So, was machen wir jetzt in unserem Command-Parameter? Nope, nicht im Main Window View Model, sondern im Calculate Window View Model. So, in unserem Number Command gehen wir jetzt Folgendes vor. Wir sagen, okay, wir holen uns den Wert raus und zum Current Value geben wir den einfach dazu. Indem wir so die Zahlen immer hinten dran schreiben bei einem Taschenrechner, müssen wir sagen, okay, this von Current Value ist gleich die Eigenschaft setzen, nicht die Variable, ansonsten wird das Event nicht ausgelöst für das Data Binding, also Vorsicht. Ist this von Current Value mal 10 plus Value. Mal 10, weil wir hinten dran schreiben und im 10er Dezimalsystem, also im Dezimalsystem, müssen wir die Werte mal 10 rechnen, damit wir hinten einen Platz bekommen und dann müsste das eigentlich schon funktionieren, soweit, dass wir zumindest Zahlen eintippen können. Bis auf die 0, denn dazu gibt es keinen Button. So, 2, 3, 3, 2. Ja, und hier haben wir noch kein Command Binding gemacht. Aber wir sehen, es ist immer das gleiche Command. Und wir haben hier schon so Overflows von Integer, yippee, vielleicht nehmen wir doch Long oder Double. Dann könnten wir auch Kommazahlen nehmen. Ja gut, mal schauen. Okay, wir machen das jetzt super simpel, ohne großes Syntax-Parsing, ohne großes Punkt vor Strich etc. Also hier könnte man wunderschöne Sachen machen, könnt ihr dann alle erweitern mit, dass man auch die Rechnung sieht und was weiß ich. Ich mache hier einfach, ich merke mir die Operation, die auszuführen ist. Ich merke mir den letzten Wert, den wir hatten sozusagen. Und wenn wir jetzt sozusagen eine Zahl eintippen, dann klicken wir auf das Plus oder auf das Mal oder wie auch immer, dann wird der Wert, der aktuell dasteht, sich gemerkt. Also der aktuelle Wert, der dasteht, ist der Current Value. Der Last Value wird zum Current Value. Und wir setzen den Current Value auf 0, damit wir wieder von vorne beginnen können. Jetzt ist es ein Double, machen wir es schön 0,0i oder 0,0. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist, wenn der Operator allerdings bereits gesetzt ist, beziehungsweise ein ist gleich ist, dann müssen wir ja wirklich rechnen. Ja, das machen wir jetzt mal. Also das, was wir hier haben, ist nur dann der Fall, wenn der Operator nicht das ist gleich ist. Also if ob ungleich ist gleich. Ja, nicht sehr schön. Magic Strings mag ich normalerweise nicht, aber ist ja nur zur Demo. Das ist die klassische Ausrede, wenn man irgendwie faul ist, gerade. Ja, egal. Also, und jetzt haben wir hier Switch, ja, wenn Operator, Case. So, und zwar, welche Fälle haben wir? Wir haben einen Fall mit Plus, Break. Wir haben einen Fall mit Minus, Break. Wir haben einen Fall, wo der Operator ein Mal ist, Break. Wir haben einen Fall, wo der Operator ein Dividier ist. Break. So. Default können wir uns überlegen, was wir machen wollen. Default. Break. Break. So. Gut. Also. Dann machen wir natürlich das. Und wenn seines gleich ist, dann müssen wir rechnen. Also war das ein Blödsinn. Gut, nochmal. Also, wenn seines gleich ist, wenn es seines gleich ist, dann interessiert mich der
Operator to execute. Ja, denn jetzt muss ich rechnen. Wenn es keines gleich ist, dann merke ich mir den Operator und ich muss noch gar nichts rechnen. Okay, also jetzt rechne ich, wenn es ein Plus ist, dann sage ich, okay, the current value, nope, current value, immer die Eigenschaft verwenden, ist gleich der aktuelle current value, also plus ist gleich dem last value. So, was ist beim Minus? Beim Minus sage ich current value ist gleich der last value, den wir hatten, minus den aktuellen Wert, den wir haben. So, beim Mal ist es wieder egal. Current value ist gleich last value mal, also eigentlich mal ist gleich current value. Beim Dividieren sagen wir, okay, current value, hier ist die Reihenfolge eben wichtig, ist gleich last value dividiert durch current value. Gut, double, double, double ergibt double und alles ist schön und alles ist gut. Das ist Blödsinn, das gehört hier runter. Gut, dann sehen wir uns mal an, was er macht und wo wir noch Fehler eingebaut haben. Also 12 plus 2 ist gleich 14, mal 2 ist gleich 4. Nein, das passt doch nicht. Mal 2 ist 4, current value, ja, da gehört natürlich last value hin. So, mal schauen. Wir multiplizieren mit dem letzten Wert. Also 12 plus 2 ist gleich, mal 2 ist gleich 28. Plus 2 ist gleich 30. Ist auch irgendwie cool. Minus 6 ist gleich 24. Ja, wie gesagt, Punkt vor Strich kennt er nicht, Klammern kennt er auch noch nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Erweitern. Probiert es aus, habt Spaß damit. Ja, und was wir hier gesehen haben, ist, wie wir mit wenigen Commands auskommen, mit sehr wenigen Commands, und trotzdem, ja, viele Buttons sozusagen bedienen können. Natürlich müssen wir das nicht alles hier so pseudomäßig im Konstruktor schreiben, sondern wir können hier eine Methode haben, die einfach ein Void liefert und ein Object bekommt und diese Methode mitgeben, und das mache ich jetzt noch. Okay, ich mache hier die Operator-Methode draus. Execute Operation Void Execute Operation Object Value. Ja, das hatte ich nicht val genannt, sondern eben o, was kein guter Name ist, nebenbei erwähnt. Ups. Steuerung KD, damit er neu formatiert und was habe ich jetzt gemacht? Das ist Container Definition. Ah, da habe ich sicher einen Klammerfehler oder so. Klammer weg, Steuerung KD. Ja, das war's. So. Disable. Na, no. Delete. Okay, egal. So, delete all bookmarks. So, ja, weg. Gut. Also, ich kann hier natürlich eine Methode übergeben. Passt. Selbstverständlich genauso. Was wir hier auch gut sieht, ist, das Operator-Command bildet sowohl die normalen Rechenoperationen als auch, dass ich es gleich habe. Jetzt habe ich hier in diesem Command, in dieser Methode ein großes If, wo diese zwei Fälle sind. Das deutet eigentlich darauf hin, dass wir besser zwei Commands für das machen. Ein Command für wirklich die entsprechende Exekution des Ist-Gleichs der Berechnung und ein Command für ja, die Operation, die ausgeführt wird. Ah, also Operator Command und Execute Command oder so ähnlich. Ja, das wäre noch eine gute Idee. Ihr könnt das ja dann noch umschreiben, etc. etc. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß damit und ich hoffe, ihr wisst jetzt, was es mit den Command-Parametern auf sich hat und warum dieses Delegate-Command hier immer ein Action und ein Predicate von Object hat. Viel Spaß beim selber ausprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.